Hey Leute, mein Name ist Chris, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Österreich, wie vielleicht ein paar von euch wissen, und ich habe sehr, sehr, sehr lange überlegt, habe mit mir einen inneren Clinch gehabt, aber bin zu dem Entschluss gekommen, das beste Spiel aller Zeiten für mich gesehen ist Legend of Zelda Ocarina of Time. Und wie das Spiel rausgekommen ist, war ich etwa 7 Jahre alt. Ich weiß noch, es ist kurz vor Weihnachten rausgekommen. Ein Kumpel von mir hat es zu Weihnachten bekommen und ich muss echt sagen, das war ein hammergeiles Erlebnis. Und es war die erste 3D-Konsole, die wir in den Händen hatten, und das war ein absolut neues Erlebnis. Es hat es vorher ja noch nicht gegeben und alles war so perfekt. Es gab so viele neue Möglichkeiten. Grafiken waren plötzlich fotorealistisch und dann auch diese Spielwelt, die hatte so viel zu bieten. Es gab so viel zu entdecken, die Easter Eggs, die Secrets, alles drum und dran. Die coolen Missionen, die Charaktere, die darin vorkamen. Ich erinnere mich immer wieder gern an die Schleichmission, wo man den ersten Encounter mit der Prinzessin hatte und eben vorher durch den Irrgarten des Schlosses durch musste. Das erste Mal am Feuerberg, wo man die Koronen sah. Das erste Mal den Fluss entlang, wo es dann zu den Zoras ging. Und es gab einfach wirklich immer wieder Neues zu sehen. Und dann dachte man, das Spiel ist vorbei, nachdem man die ersten 3 Tempel bestritten hatte, und kommt in diese Kirche rein und denkt sich, okay, jetzt bereite ich mich vor auf diesen Endkampf. Und man hat eh, wenn man es das erste Mal spielt, da sicher schon 30, 40, 50 Stunden reingebuttert. Und dann merkt man mal, man hat vielleicht gerade mal ein Drittel des Spiels erledigt und alles, was danach kam, wurde einfach immer geiler und immer besser. Und dieses Spiel hatte einfach so eine enorme Aufwärtskurve. Es wurde einfach immer besser von Sekunde zu Sekunde und bis zum Schluss. Und es war eigentlich eins der wenigen Spiele, wo ich mir wirklich dachte, scheiße, es ist gar, es ist aus, ich muss nochmal spielen. Und ja, deswegen ist für mich Legend of Zelda Ocarina of Time das beste Spiel aus meiner Perspektive.